Willkommen zurück, Let's Play Minecraft. Wir achseln uns immer noch hier durch das Dickicht. Nein, Quatsch, wir müssen ja immer noch hier den... Mit dem Flieseninspektor müssen wir ja immer noch hier den Boden fertig machen. Beziehungsweise, wir müssen ja immer noch das ganze Grünzeugs hier rausholen. Die ganze Wiese, die stört ja hier nur vor unseren Fliesen. Oder unseren Fußboden. Wir müssen ja einen Fußboden legen. Vielleicht werden wir auch einen Holzfußboden legen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Aber wir müssen ja auch noch die zweite Etage bauen und die dritte Etage. Da ist noch jede Menge Zeugs zu erledigen hier. An diesem Gebäude. Aber ich finde, wir sind schon sehr, sehr weit gekommen. Also, ich hätte nie gedacht, dass wir so weit hier in diesem Let's Play, also jetzt nicht mit Videos, sondern mit diesem Gebäude kommen werden. Ich hätte gedacht, dass ich vielleicht irgendwann aufgeben werde. Und, also irgendwann alles vielleicht hinschmeißen und sagen, ach nee, weißt du was, keinen Bock, ich zeige doch lieber den Singleplayer. Aber doch, reges Interesse auch von euch. Ich meine, auch wenn es vielleicht zwischendurch nur mal 12 Zuschauer sind oder so. Aber besser wie gar keine, sage ich immer wieder. Ja? Kleinvieh macht auch Mist, kann man auch sagen. Und vielen, vielen Dank für diejenigen, die halt zusehen regelmäßig, die das Ganze verfolgen. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Du mir, der gerade zusieht und der sich dabei jetzt gerade denkt, mein Gott, ey, da hätte ich jetzt mal gar keinen Bock drauf, da die ganze Zeit die Wiese da wegzumeißeln. Tja, ich schon, weil ich will, dass es schön wird, sagen wir es mal so, sprechen wir es mal so aus, ja. Aber jedem das Seine halt, ja, und von so an schauen wir mal, wo uns auch die Reise hier hinführt, hier mit diesem Gebäude. Ich bin echt mal gespannt, wenn das fertig ist, wie das dann aussieht. Ja, also man kann sich schon ungefähr vorstellen, wo die Reise dann auch hingehen wird. Ja, mit dem Ganzen hier. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das dann als Gebäude, als richtiges Gebäude dann auch in den Überlebensmodus mit reinnehme, aber dafür habe ich einfach viel zu viel Zeit, glaube ich, reingesteckt, dass man da irgendwie das hatte ich, glaube ich, in Folge 3 oder 4, glaube ich, schon gesagt, dass man da irgendwie so ein Creeper da reinrennt und dann alles zerstört und ich habe nachher keine Ressourcen dafür, um das wieder aufzubauen. Also von so an, werde ich mal schauen. Vielleicht mache ich daraus auch einen Freizeitpark, dass ich hier so eine Geisterbahn daraus baue. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. So, mittlerweile ist schon wieder Tag geworden. Ja, ich bin erleuchtet. Ja. Wird immer wieder gewünscht von einigen. Weiß nicht warum. So. Ich würde sagen, wir haben schon über die Hälfte, haben wir ja jetzt sowieso schon, ne? Weggemeißelt hier. Auf jeden Fall, also über die Hälfte haben wir definitiv schon weg. Ich glaube, wir waren beim letzten Mal, wo wir Aufnahmepause gemacht haben, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon über die Hälfte, glaube ich, schon weg gehabt. Und von so an... Ja, das ist doch supi. Mein Gott, ist das Wahnsinn. Aber ich kriege schon viereckige Augen, bin ich ganz ehrlich. Hoffe ich auch. So. Zack, 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 zack. Ja, ich bin ein fleißiger Handwerker. Fiederallala, fiederallala, fiederallala. Guten Abend. Entschuldigung. Tja, mein Gott, das ist doch supi. Das ist doch alles sehr schön. Das geht doch wie am Schnürchen hier alles. Geht das auch schneller? Nee, ich kann leider nicht schneller seitlich fliegen. Leider nicht. Naja, ich hatte gedacht, vielleicht kann man seitlich irgendwie schneller fliegen, dass man schneller abbauen kann. Aber dann würde das mit dem Abbauen, glaube ich, gar nicht hinhauen. Denn so schnell kommt der Cursor, glaube ich, auch gar nicht mit. Man kann auch nicht... Man kann auch, glaube ich, nicht schneller hauen, ne? Nee, ich glaube, schneller hauen, oder? Oder? Da geht das jetzt verdammt schneller. Ich weiß es gar nicht. Das hört sich jetzt bestimmt ulkig an, mein Controller, Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schneller gegangen ist, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Kam jetzt, glaube ich, ein bisschen vor, oder? Naja, gut. Ich meine, ein bisschen schneller geht schon, glaube ich. Wahnsinn!
Mal ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht die Mauern weghauen. Dass wir hier, wir sind gleich so weit. Wir haben jetzt gleich nur noch die eine Seite da, glaube ich. Soweit, wie ich das mitbekommen habe. Und du Enthau ab und du Scheißkuh. Verzieht euch hier. Mein Gott, macht eine Fliege. Ich mach alles kaputt. Alles kaputt. Ja, ich mach eure Scheißwiesen mal hier weg. So. Ihr könnt doch woanders hinkacken. So. Ja, geht woanders hinkacken. Mein Gott. Alter, diese Kühe, ne, die machen mich so schrulle. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt müssen wir noch hier machen. Und dann hätten wir es. Dann müssen wir ja nur noch eigentlich quasi nur noch einsetzen. Das Einsetzen ist ja viel, viel cooler als wie. Als wie das Abbauen. Denn, da kann man da kann man seine Kreativität ja richtig freien Lauf lassen. Ich glaube, das geht echt schneller, wenn man da mehrmals drauf haut, drauf hämmert. Ich glaube ja, das geht wirklich schneller. Aber wir haben ja Zeit, so ist es ja nicht, ne? Also wir müssen ja hier, müssen ja nicht hetzen, so ist es ja nicht. Und da geht auch schneller was kaputt. Fällt mir gerade auf. Mann, geh weg an der Seite, du scheiß Schaf! Mann! So, und da geht viel, viel schneller was kaputt, ihr seht's. Und das ist dann alles doppelt und dreifache Arbeit. Ja, und jetzt habe ich da auch schon wieder was kaputt gemacht, ich seh's. Ach, komm, egal. Machen wir einfach. Aber ich glaube, ist noch die Seite nur noch. Ich glaube, dann war's auch, ne? Oder hatten wir drüben hatten wir doch schon. Oder bin ich jetzt... Hallo? Eigentlich wollte ich fliegen. So. Fliegen ist doch so schön. Boah, ich könnte mir auch echt mal vorstellen, so als Mensch einfach mal zu fliegen. Also so wie Superman oder sowas. Das wäre auch nochmal ein Traum, ne? Ich meine, davon träumen ja sowieso immer so viele. Früher auch schon. Huch, was war denn jetzt? Hallo? Ich meine, träumt ja, glaube ich, schon seit Jules Verne träumt ja schon davon. Und, Mein Gott, geht mir doch nicht auf den Sender, ihr scheiß Schafe. Scheiß Sean das Schaf, so. Nö, geh an eine Seite, verpimmel dich. Oh Mann, Gott. Mann, ey, ist denn sowas möglich? Diese dämlichen Schafe. Vor allem, warum sind so viele Tiere hier bei mir in der Bude, ey? Das ist ein Wohnhaus, das ist keine Tierzucht hier. Oder keine Tierherberge. Soll alle verschwinden. Mamma mia. Ich wünsch, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich lege gern Gestirn. Oh. Entschuldigung. War nicht so gewollt. Ich hab das Huhn in die Enge gezwängt. Und dann stirbt es. Ich werde nicht verreckt. Nein, ich werde nicht verreckt. So, ich glaube, wir haben doch noch die Mitte und dann haben wir es. Und dann haben wir, glaube ich, dann hat der Fliseninspektor Inge. Ich bin der Inge. Dann hat das, glaube ich, erledigt. Und ich glaube, es wird schon wieder... Kann es sein, dass es schon wieder... Ah, nee. Wir haben hier über uns ein Dach, deswegen ist es hier so dunkel. Ja, deswegen. Naja, sieht aber geil aus. Ah ne, da müssen wir auch noch machen, oder? Ich glaube, du musst ja auch noch machen, oder? Ah ne, hier haben wir schon, geil. Warum war da unten schwarzer Stein? Hä? Lol? Hä? Hä? Da habe ich aber... Hä? Ich kann mich aber nicht entsinnen, dass ich hier... Was? Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich da unten irgendwann mal was gebaut habe. Hallo? Nein, nicht mich zubauen. Okay. Also das war ich nicht, ja? Also, keine Ahnung, was das ist. Ich hab's nicht gebaut. Ich weiß es nicht. Ich habe zwar hier die schwarzen Steine viel verbaut und, gebraucht, aber... Huch. Aber ich hab so weit unten, habe ich keine schwarzen Steine gebaut. Oder unten ist vielleicht irgendwie so eine Mine... Die, ist hier unten auch? Ja, Tatsache, das ist unten auch.
Okay. Das ist aber sehr merkwürdig. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir da unten... Nee, da unten haben wir doch... Moment, jetzt muss ich mal eben was ausprobieren. Tatsache. Nein, wir haben auf einem riesen Felsbrocken gebaut. Oh mein Gott, nein, das ist ein Grab. Wo ist denn hier ein Scheißviech? Komm mal her, ich würde gerne mal was ausprobieren. Geh mal da lang, geh mal da lang, geh mal da lang, ja, geh mal da lang. Warte mal, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Nein, bleib du hier. Geh du da rein, ja, geh du da rein. Ja, geh du schön da rein, ja, ja. Geh du schön da rein. Ja, geh du da rein. So, ich wollte schon immer mal ausprobiert haben, aber es funktioniert ja, ihr seht's. Ja, und hier unten, keine Ahnung, warum hier auf einmal so Steine sind, ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, und da haben wir auch freigeräumt. Jetzt kommt wieder die Musik, die wieder so laut wird und dann dong. Und wieder, übrigens, hallo meine Freunde, wieder am Klavier sitzt. Nein, natürlich werde ich das wieder rausholen, hallo, ich werde das Schwein wieder rausholen. Das nachher heißt es, ich bin Tierquäler oder so. Nee, nee, wo ist es denn jetzt? Hallo? Schwein? Schwein? Da ist es. Komm raus! Na, komm raus! Komm raus! Du sollst da rauskommen! Komm da raus, du... Sag mal, ist denn sowas... Muss ich dich da rauspeitschen, oder? Hätte ich eigentlich auch hier drin lassen können, oder? Mein Gott, so ein dummes, dämliches Schwein. Entschuldigung. Mein Gott, tut mir leid, aber hätte ich auch eigentlich da drin sterben lassen können. Naja, aber dafür hätten mich wieder viele gehasst. Hey, du Tierquäler, du kannst ja nicht einfach ein Schwein da sterben lassen im Boden. Hallo, das ist ein Spiel. Das ist immer noch ein Spiel. Ja, wir sind immer noch in einem Spiel und hier liegt ein Ei und, ja, wir haben genug zu tun hier noch. Ihr seht's, jede Menge noch. Ich werde auf der anderen Seite jetzt erstmal, glaube ich, da... Na du, ne? Meine Katze hält mir gerade den Schwanz im Gesicht. Ich komm, komm gerade gar nicht klar. Hey! Entschuldigung. Ja, werden jetzt erstmal hier natürlich auch wieder anfangen zu bauen. Ich weiß gar nicht, wie hatten wir denn... ich glaube, ich sollte mir gleich erstmal die Nase putzen. Toll. So hätte ich das auch gekonnt. Ich glaube, wir hatten das so gemacht. Ne, kann das sein? Ich glaube ja, ne, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir das so gebaut? Hallo? Vier Blöcke und dann außen. Ja, ich glaube, ja, das ist richtig. Ja. Ich glaube schon. Ach, was du glaubst, Ingo? Du hast doch eh keine Ahnung. Was denn? So, Warum lässt du so? Nix. So, ja, mein Gott, das geht denn... Ja, genau, Klingt ein bisschen wie Udo. Übrigens. So, wie haben wir es denn da? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, wisst ihr was? Wir schauen uns das Ganze einfach hier in einer weiteren Folge an und dann bauen wir einfach da die Wände erstmal fertig und, schauen uns das einfach in einer weiteren Folge an. Also, macht's gut. Tschüss. Bin erleuchtet.